Fragt mich nicht, wie sie das hinbekommt. Ich weiß es nicht. An der linken Hand sieht's etwas besser aus, aber tja. Wir starten mit einem neuen Video. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir legen also los mit dem Großprojekt und zuerst schiebe ich mal die Nagelhaut zurück. Im Kopf überlege ich mir schon, was wir anders machen können, damit es einfach nicht mehr so aussieht, wenn sie wiederkommt. Aber bis jetzt habe ich noch nicht die passende Lösung gefunden. Aber schauen wir mal, das Video geht ja noch ein Stückchen. An den noch vorhandenen Nägeln wird erstmal gekürzt und das Material so gut wie es geht runtergenommen, um zu schauen, wo Liftings sind. Die müssen natürlich weg. Aber viel Arbeit habe ich hier nicht. Ihr habt es ja selber gesehen. Viel ist nämlich nicht mehr da. Das restliche Material habe ich dann mit der Handfeile runtergenommen, denn hier war noch ein Lifting. Das habe ich schon beim Abfeilen gesehen. Also gibt es eine komplette Neuanlage. Und natürlich muss auch noch die unsichtbare Nagelhaut entfernt werden. Sind dann alle Vorbereitungen abgeschlossen, wird der Feilstaub vom gründlichsten entfernt. Wir wollen heute schöne längere Nägel machen und haben uns deshalb für die Press-on-Tipps entschieden. Hier schaue ich gerade, welcher Tipp passt. Und jetzt trage ich mir schon den Dehydrator auf. Ich verwende hier den von Lönnies Nail Shop. Da der Dehydrator ziemlich schnell trocknet und einzieht, kann ich auch im nächsten Schritt gleich meinen Primer verwenden. Den lasse ich dann ebenfalls an der Luft trocknen. Da ich noch nicht so richtig weiß, ob das Glühgel von Lönni auch ohne Grundiergel haftet, trage ich mir hier eine dünne Schicht von meinem Grundiergel auf. Und nun setze ich mir den ersten Tipp auf den Nagel. Wie gesagt, ich verwende hier Lönnies Glühgel. Mit meiner Mini-UV-Lampe oder LED-Lampe härte ich kurz an, damit sich nichts mehr hebt. Und wenn dann alle Nägel drauf sind, wird komplett durchgehärtet. Ganz so lang sollten sie dann doch nicht bleiben. Also Tippkarte rausgeholt und gekürzt.
Länge kurz nachkontrolliert, für gut befunden, also weitergekürzt. Das Ganze wird jetzt in der Form bzw. Länge angepasst, die scharfen Kanten entfernt und die Oberfläche wird anmattiert. Eventuelle Gelreste vom Andrücken, die sich auf die Oberfläche geschlichen haben, entferne ich gleich noch. Und so sollen die Nägel auch schon werden. Also legen wir mal los. Nachdem ich den Feilstaub entfernt habe, geht's los mit der ersten Farbe. Ich nehme erstmal alle Nägel dran, die das Fullcover bekommen sollen. Wir verwenden hier aus Lunis Butterfly Box das Babyblau. Das ist ein sehr, sehr schönes pastelliges Farbgel, deckt auch sehr gut. Wir nehmen trotzdem zwei dünne Schichten. Da ja die Nägel so einen leicht durchscheinenden Effekt haben, mit etwas Marmorierung, habe ich mir jetzt mal meine Mischpalette vorbereitet. Da trage ich mir als allererstes mal ein Make-up-Gel auf, das ist nicht 100% deckend, brauchen wir aber auch nicht. Das streiche ich mir so ein bisschen auf meine Mischpalette auf. Und jetzt setze ich mit meinem Blau da willkürlich, unwillkürlich ein paar Tupfen rein. Vermisch mir das so ein bisschen. Und mit meinem Pinsel nehme ich mir jetzt etwas auf davon und trage mir das auf den Nagel auf. So haben wir einen kleinen milchig durchscheinenden Effekt und dann werden die Ränder noch ausgebessert. Leider seht ihr das nicht ganz hier im Bild, aber ich verteile mir das, die Gelmischung auf dem Nagel. Nehme noch mal ein bisschen Farbe auf und setze mir noch so ein paar Akzente. Das Ganze haben wir dann bei dem zweiten Nagel nochmal wiederholt. Ich habe mir wieder mein Gel auf der Mischpalette hergerichtet und mit dem Pinsel auf dem Nagel dann schön verteilt. Diesmal habe ich mir aber einen etwas schmaleren, dünneren Pinsel hergenommen. So habe ich nicht so eine große Menge drauf und kann es dann auch besser platzieren und verteilen.
Für die Schmetterlinge und die Glitzer Flockenflakes Einleger habe ich mir mit meinem Basecoat eine dünne Schicht aufgetragen, nicht aushärten lassen, und jetzt lege ich mir das Ganze in das feuchte Gel ein. Da ja die Schmetterlinge nicht flexibel sind, sondern richtig starr, habe ich dann mit meinem Einphasengel das Ganze schön ummantelt. Sprich, ich habe mir eine Schicht draufgesetzt, gut drüber verstrichen, damit es keine Huckel gibt, die sich nicht wieder ablösen können und man dann auch nicht dran hängen bleibt. Und nun wird das Ganze nochmal befeilt, damit es keine Huckel gibt. Auf dem kleinen Finger sollte dann der Anfangsbuchstabe vom Liebsten drauf. Dem Wunsch habe ich natürlich auch entsprochen. Also machen wir hier noch ein Haar. Und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich versiegle das Ganze jetzt noch, mache die Wellnessbehandlung und zeige euch auch schon das Endergebnis. Und das, meine Lieben, war es auch schon wieder. Ich sag danke fürs Zuschauen. Bye bye, eure Katrin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.